Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Seien Sie herzlich begrüßt zu diesem Gottesdienst. Herzlich willkommen hier heute in der Kirche in Bruchhausen. Wir sind 2 Wochen nach dem großen Osterfest, das dieses Jahr so anders war als alle anderen Jahre. Das wir aber in diesem Jahr auch besonders als Zuspruch brauchen. Und wir sind noch in der österlichen Freudenzeit. Wir hören Gottes Zuspruch. Wir hören, wer Gott für uns ist in unserem Leben. Dieser Sonntag heute, der Sonntag Misericordias Domini, der hat das große Thema Gott und auch Jesus als unser guter Hirte. Der Hirte, der für uns da ist und uns begleitet in unserem Leben. Wir wollen zusammen darüber nachdenken, was das für uns bedeutet. Wir hören die Worte aus Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Sonntag ist der Episteltext aus dem ersten Buch des Petrus aus dem 2. Kapitel. Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe. Aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Durch dunkle Täler laufe ich und Todesangst umschatten mich. Du rufst mir zu, fürchte dich nicht. Mit meinem Stab beschütze ich dich, denn ich bin dein Hirte. Liebe und Gnade begleiten dich auf
Schwestern und Brüder, der Sonntag des Hirten ist heute. Wenn man an den Hirten denkt, dann denkt man auch an die Herde, auf die er aufpasst. Das ungewöhnlichste Erlebnis mit einem Herdentier, das ich jemals hatte, möchte ich heute gern mit Ihnen teilen. Sie erinnern sich, vor einiger Zeit war die B64 gesperrt und wenn man von Buchhausen nach Höxter wollte, dann musste man über Ottbergen und Bosseborn fahren. Und diese Straße, die geht steil hoch in Serpentinen und eines Tages, als ich nach Höxter gefahren bin, stand eine Kuh, ein schönes Herdentier, auf der Weide. Und diese Kuh hat ihren Kopf durch den Zaun gesteckt, um das Gras dahinter zu fressen, was natürlich wahrscheinlich viel leckerer ist als auf der Hauptweide, wo sie stand. Nun war die Weide, Sie kennen das, nach Bosseborn hoch, das sind Weiden in Hanglage. Und so eine Kuh hat auch nicht genug Ahnung von Physik, um zu wissen, wo denn nun ihr Schwerpunkt ist. Und so passiert es tatsächlich, dass die Kuh Übergewicht bekam und durch den Zaun hindurch auf die Straße rollte. Wenn man auf dieser Straße gerade mit dem Auto ist, ist das nicht so lustig. Aber Sie müssen keine Sorgen haben, sie hat sich nicht das Genick gebrochen, sie ist auch nicht vors Auto gerollt, aber es hätte passieren können. Ein besonderes Erlebnis, wenn so eine Kuh angerollt kommt. Aber warum will die auch genau da fressen, wo sie nicht soll? Ja, es ist ja sprichwörtlich bei uns, wie das so ist mit den Herdentieren. Die dumme Kuh, die blöde Ziege, das dusselige Schaf. Aber heute ist es andersrum. Ihr wart wie die irrenden Schafe, so heißt es im Predigttext. Menschen wollen nämlich auch gerne über Zäune hinaus, wo es nicht gut ist. Wir neigen dazu, genau das haben zu wollen, was wir gerade nicht haben. Vor einigen Wochen, da hieß es vielleicht noch, ich hätte so gern mal weniger Termine. Wahrscheinlich haben viele von Ihnen das gesagt, ich auch. Und gerade jetzt ist es umgekehrt. Da wünschen wir uns, wieder Termine zu haben. Wir wünschen uns, dass die Alltagsroutine wieder in den Gang kommt. Wir wollen so oft das haben, was wir nicht haben. Und vor allem, wir wollen Kontrolle. Wir wollen, dass uns das nicht passiert, dass wir uns überlehnen und alles ins Rollen kommt, wie bei der Kuh. Wir wollen Kontrolle über das haben, was geschieht. Und danach streben viele in diesen Tagen. Nach irgendeiner Art von Kontrolle, nach Information. Die Seite des Gesundheitsministeriums, die des Robert-Koch-Instituts, Zahlen, Fakten, Verdoppelungszahl, Reproduktionszahl. Wir werden Semi-Experten. Wir wollen dem, was geschieht, nicht hilflos ausgeliefert sein. Wir wollen das Gefühl haben, doch, ich verstehe etwas. Ich kann begreifen, worauf es hinausläuft. Ich habe eine Perspektive. Aber es gibt Situationen, da geht es uns einfach so wie der sprichwörtlichen dummen Kuh. Es passiert einfach. Wir verlieren die Kontrolle und wir können nichts tun. Und da sind wir bei dem Geschehen um das Osterfest. Denn für eine Situation des absoluten Kontrollverlustes ist wirklich nichts mehr tun können. Für so eine Situation steht Jesus am Kreuz. Im ersten Petrusbrief, im Predigtext, den wir gehört haben, wird uns zugesagt, dass gerade Jesus am Kreuz, gerade dieser Leidende, dieser, dem jegliche Kontrolle entglitten ist, dass gerade er der Hirte unserer Seelen ist. Ich finde, das ist eine wunderschöne Formulierung, die Petrus da benutzt. Der Hirte unserer Seelen. Und wir erleben zurzeit Situationen, in denen wir erahnen können, wie das ist, keine Kontrolle mehr zu haben. Wir erleben es sicher individuell in unterschiedlicher Tiefe, aber in breiter Fläche ist das schon da, dieses Gefühl des Kontrollverlustes. Und das, was die Bibel uns zusagt an Trost, an Hilfe, an Wegweisung, das ist genau da für solche Situationen. Denn die Situation des Kontrollverlustes, die Situation der Ohnmacht, die Situation des Leidens, das ist eine zutiefst menschliche Situation, die Menschen immer wieder erleben und immer wieder durchleben müssen. Diese Situation gehört zu unserer Schöpfung.
im gegenwärtigen Zustand kein Paradies mehr ist. Und unser heutiger Zuspruch vom leidenden Jesus, der genau so der Hirte der Schafe ist, der erzählt uns aber auch vom Heilwerden, trotzdem in dieser Situation. Dieser Zuspruch erzählt uns vom Leben der Gerechtigkeit in dieser Situation, vom Festhalten daran, dass Gott mit da ist, vom Festhalten am Dasein für den Nächsten. Das kann ein Schritt Trost sein in der Situation des Kontrollverlustes. Gott ist mit da, ich falle nicht ins Bodenlose und darum kann ich auch dem Nächsten weiter die Hand ausstrecken. Auch jetzt, in diesen Zeiten, gibt es Gottes mitbleibende Nähe. Es gibt Gottes mutmachenden Geist. Es gibt Jesus, den Hirten, der verhindert, dass die Seele in die tiefsten Tiefen stürzt. Darauf können wir vertrauen. Ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Gott, begleite wie ein guter Hirte alle Menschen, die sich in diesen Zeiten einsam fühlen, denen die Kontakte und die Nähe zu anderen fehlen. Schenke ihnen deinen Trost. Gott, begleite wie ein guter Hirte alle Menschen, die sich in diesen Zeiten überfordert fühlen, die in wichtigen und anstrengenden Berufen tätig sind, die für ihre Familie sorgen, die wirtschaftliche Nöte bewältigen müssen. Schenke ihnen deine Kraft. Gott, begleite wie ein guter Hirte alle Menschen, die in diesen Zeiten Entscheidungen für andere treffen. In der Politik, in der Wirtschaft, im Gesundheitswesen. Schenke ihnen deine Wegweisung. Gemeinsam beten wir mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wo wir auch sind, Gott als der gute Hirte wird mit bei uns sein. Wir gehen im Frieden und unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.